Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, zu einem weiteren Video. Heute soll es um die Thematik gehen, das Einmaleins der Geldanlage. Und es ist eigentlich sehr, sehr einfach und auch schnell zu merken. Allerdings beobachte ich immer wieder, dass diese Fehler immer wieder gemacht werden, beziehungsweise dieses Einmaleins nicht beachtet wird und dann das Ganze mit großen Enttäuschungen endet, meistens erst nach mehreren Jahrzehnten, wenn Kunden also eine Anlage sehr lange haben und dann irgendwann merken, dass sie einen Fehler gemacht haben und dieses Einmaleins nicht beachtet haben. Und der erste Baustein und das Wichtigste bei einer Geldanlage überhaupt ist grundsätzlich die Sicherheit. Ja? Was nützen vermeintlich höchste Zinsen, Renditen oder Wertsteigerungen, wenn die Anlage auf einmal nichts mehr wert ist? Ja, im Worst Case Totalverlust. Nichts. Und deswegen natürlich die beste Anlage, und das seit über 5000 Jahren, keine Anlage oder keine andere Anlagenklasse hat das geschafft. Und das ist Gold. Ja, es gibt keine sichere Anlage auf der Welt. Und deswegen ist Gold immer wahrhaftig eine goldrichtige Entscheidung. Ja, also achte immer, wenn du irgendwo investierst, als erstes auf die Sicherheit. Punkt Nummer zwei, dann kommt erst die Rendite. Ja, also nicht umgekehrt, nicht erst Rendite und dann Sicherheit. Wie gesagt, es wird immer wieder falsch gemacht, sondern Punkt Nummer 1, Sicherheit. Und dann kommt erst die Rendite. Ja. Und Rendite muss nicht Zinsen sein. Ja, Rendite muss auch nicht Dividende sein. Rendite kann auch Wertsteigerung sein. Ja. So ist Gold beispielsweise von in den letzten Jahrzehnten, ich glaube von 1960 bis zum Jahre, nee, Entschuldigung, vom Jahre 1970 bis zum Jahre 2010, ist Gold im Durchschnitt im Jahr, also jedes Jahr, um unglaubliche 11,7% gestiegen. Welche andere Anlageklasse hat das auch nur annähernd schaffen können? Und das vor allem bei dieser Sicherheit. Ja. Aber deswegen sollte natürlich Gold nicht hauptsächlich das Motiv sein, um Gold zu investieren, sondern wie gesagt, Gold gehört so oder so in jedes Portfolio. Es wird ja auch jeder seriöse Vermögensberater letztlich empfehlen, weil Gold, wie gesagt, im Gegensatz zu allen anderen Anlageklassen, natürlich abgesehen von zum Beispiel Silber, ja, und ein paar anderen Sachwerten, niemals pleite gehen kann. Ja. Und übrigens, es gibt auch Sachwerte, die können pleite gehen, zum Beispiel Aktien. Also auch dort mehr genau unterscheiden und nicht irgendwelche Dinge, also Äpfel mit Birnen vertauschen. Also ganz wichtig, auch hier immer genau zu schauen. Ja, also wie gesagt, Punkt Nummer 1, Sicherheit. Und Punkt Nummer 2, dann kommt erst Rendite bzw. Wertsteigerungspotenzial. Und hier ist vor allem auch vom Bereich Sicherheit und Wertsteigerungschancen auch in der Zukunft Gold meiner Auffassung nach die beste Anlage, weil Gold jetzt zum Beispiel auch den Zenit erreicht im Bereich Fördermenge. Das heißt, wir haben immer weniger Angebot. Gleichzeitig steigt die Nachfrage vor allem aus dem asiatischen Bereich, also China zum Beispiel, Indien. Das heißt, das Wertsteigerungspotenzial, allein schon aus diesem Grund, ich könnte dazu noch weitere Gründe nennen, das habe ich allerdings, oder findest du auch in einem anderen speziellen Video dazu, doch allein schon deshalb, wie gesagt, ist meiner Meinung nach das Wertsteigerungspotenzial von Gold mindestens in der Zukunft vergleichbar wie jetzt in den letzten Jahrzehnten, wenn wir uns die Wertsteigerung von Gold rückwirkend anschauen. Ja, das aber, wie gesagt, nur am Rande dazu. Und dann als drittes, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ebenfalls immer leider nicht beachtet wird, ist der Punkt Flexibilität. Ja. Es gibt so viele Anlagen da draußen, gerade die typischen Altersvorsorgeprodukte wie Lebensversicherung, wie Riester, Rürup, da müssen wir gar nicht von der Sicherheit und der Wertsteigerung sprechen. Ich denke, die meisten werden es wissen, dass diese Anlagen allein schon vor der Inflation in der Regel Verlust bedeuten. Im besten Fall bekommt man dort bei Lebensversicherung, Riester, Rürup und so weiter nach ca. 90 Jahren das Geld raus, was man eingezahlt hat. Dann ist allerdings das Papiergeld natürlich an Kaufkraft wesentlich weniger wert als zu der Zeit, wo man es eingezahlt hat. Wäre aber auch wiederum ein anderes Thema und wurde auch schon in anderen Videos ausreichend beleuchtet. Doch diese Flexibilität, wie gesagt, kann immer sehr schnell wichtig sein. Ja? Wenn du zum Beispiel, was ich natürlich nicht hoffe und um Gottes Willen noch niemals passieren wird, aber man weiß ja nie, wenn du zum Beispiel irgendwie möglicherweise mal gesundheitliche Probleme hast und dafür vielleicht Geld benötigst, für eine Operation möglicherweise, wo das in Deutschland zum Glück nicht so ist wie in den
USA, wie in Amerika zum Beispiel, wo man viele Dinge selber zahlen muss. Doch trotz allem kann die Gesundheit ein Faktor sein, zum Beispiel vielleicht auch bei dem Beruf. Ja, vielleicht kann man eine Arbeit aus gesundheitlichen Gründen irgendwann nicht mehr ausführen, gerade bei körperlich sehr anspruchsvollen beruflichen Tätigkeiten kann das sehr schnell passieren. Ich sage nur Bandscheibenvorfall und so weiter. Aber natürlich auch kann man einen Job verlieren, meistens gar nicht selbst verschuldet. Ja. Unternehmen geht insolvent. Mittlerweile sind selbst die größten Firmen nicht mehr sicher. Haben wir viele Beispiele in der Vergangenheit gesehen, wo große Konzerne pleite gegangen sind. Womöglich kommt eine Scheidung unerwartet irgendwann oder andersrum positiv, man heiratet, braucht dort Geld, ja, oder das Auto geht kaputt, man hat einen Totalschaden. Habe ich zum Beispiel meinen Bekanntenkreis letztes Jahr mitbekommen. Dort ist bei einem Bekannten hinten ein Auto aufgefahren. Er hatte dann mit seinem Wagen, also der Wagen war nichts mehr wert gewesen, er brauchte ein Ersatzfahrzeug und die Versicherung hat erst Monate später gezahlt. Und in der Zeit musste er selbst dann einen Kredit aufnehmen, um sich überhaupt ein neues Auto kaufen zu können. Ja. Was ich damit sagen möchte, es gibt immer wieder irgendwelche Umstände im Leben, die sich ergeben können. Und wenn man dann Geld benötigt und dort nicht rankommt, ja, was nützt einem dann die vermeintlich beste Anlage? Ja. Und deswegen solltest du im Idealfall nicht erst mit der Rente oder teilweise noch später und bei vielen Anlagen, Riester und so weiter, um nur einige Beispiele zu nennen, da wird ja nicht mal dann später die gesamte Einzahlung ausgehändigt, sondern nur immer ein Teil. Also auch von der Perspektive her sollte man genau schauen. Und beim Gold zum Beispiel, zumindest wenn du bei seriösen Anbietern investierst, kommst du jederzeit an deine gesamte Einzahlung wieder ran. Ja? Und auch beim Gold ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch dort genau gucken, was den Anbieter betrifft. Ich habe es gerade erwähnt. Also Anbieter zum Beispiel, wo du 10 Jahre erstmal einzahlen musst, sogenannte Goldsparpläne mit Laufzeiten, ja, davon halte ich persönlich gar nichts. Ich habe selber immer wieder Leute kennengelernt, die teilweise Goldsparpläne abgeschlossen haben mit Laufzeiten von 10 bis 20 Jahre und dort auch dann, wenn irgendwas mal passiert ist, überhaupt nicht mehr rausgekommen sind. Und auch hier wirklich genau gucken, wo man letztlich auch Gold erwirbt, auch gerade dann, wenn man Goldsparpläne zum Beispiel tätigen möchte, dass man dort natürlich, erster Punkt, wie gesagt, Sicherheit und natürlich sollte man auch auf die Kosten achten. Doch vor allem auch wichtig, was wo immer wieder ein großer Fehler gemacht wird, ist die Flexibilität. Also solltest jederzeit an dein Gold, an dein Geld wieder rankommen, es genauso schnell wieder auszahlen lassen können, wie du es eingezahlt hast, auch jederzeit zum Beispiel gerade bei Goldsparplänen deinen Beitrag pausieren können, ja, also jederzeit und nicht erst, indem du dort erstmal Monate vorher dich ankündigen musst, irgendwas pausieren zu können. Und natürlich solltest du auch jederzeit, wenn du möchtest, Beträge anpassen können, vielleicht auch zusätzlich eine Mahlzahlung tätigen können und so weiter und so fort. Also Flexibilität ist auch letztlich ein Faktor Sicherheit, weil im Leben, wie gesagt, immer etwas passieren kann. Und wenn man nur Geld benötigt, einen größeren Betrag benötigt. Und deswegen ist auch das ganz wichtig, wie gesagt, dass man auf Flexibilität achtet. Und hier ist es übrigens so, wenn wir uns alle Punkte anschauen, also das ist einmal eins der Vermögensvorsorge, also Sicherheit, dann Rendite, also Wertsteigerungspotenzial und die Flexibilität. Und auch hier, wenn man alle Komponenten sich letztlich anschaut, ja schon, wenn man sich nur ein Komponent anschaut, ich habe es erwähnt, Sicherheit, es gibt nichts Sicheres als Gold, Wertsteigerungspotenzial. Ich persönlich sehe kaum eine andere Anlagenklasse mit gleichen Wertsteigerungspotenzialen wie Gold, vielleicht noch Silber, ja, das Gold des kleinen Mannes. Doch ansonsten, wie gesagt, allein schon, wenn man sich diese Synergien anschaut, also die Symbiose von den ganzen Bausteinen bei dem Einmaleins der Geldanlage, dann sticht Gold nochmal besonders hervor und natürlich auch, wenn man sich nochmal anschaut, den Bereich Flexibilität. Also in Gold ist wirklich alles gegeben. Sicherheit so oder so, gar keine Frage. Der Fels in der Brandung bei der Vermögensvorsorge, aber auch was das Wertsteigerungspotenzial betrifft, aber auch was die Flexibilität betrifft. Wichtig, wie gesagt, dabei natürlich, das muss ich nochmal ganz klar wiederholen, immer auch genau achten, wo man Gold letztlich kauft. Auf keinen Fall sollte man Gold bei einer Bank kaufen. Warum das so ist, dazu findest du auch auf diesem Kanal ein Video zu der Thematik und natürlich auch ganz wichtig, wirklich 100% Gold erwerben, also nicht irgendwelches Papiergold, Goldfonds, ETFs, ETC und so weiter oder irgendwelche Goldminenaktien, das immer nur als Beistreuung, weil da natürlich immer auch Totalverlust letztlich
eintreffen kann. Ja, also nicht verwechseln mit physischem Gold. Also in erster Linie ganz wichtig, immer wirklich physisch Gold erwerben. Und das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt das Gold alles zu Hause lagern musst, sondern du kannst es natürlich auch in zum Beispiel professionell, in professioneller Verwahrung letztlich dir lagern lassen. Dafür gibt es auch mittlerweile bankenunabhängige Firmen, auch mit 100% Kundeneigentum, mit Insolvenzschutz und so weiter und so fort. Also auch das ist heutzutage auch für den kleinen Anleger längst keine Schwierigkeit mehr. Das war es zu diesem Thema, zu der Thematik, das 1x1 der Geldanlage. Wenn du dazu möglicherweise weitere Fragen hast, kannst du diese gerne im Kommentar stellen. Gerne kannst du auch deine Meinung dazu schreiben, gerne auch konstruktive Kritik. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag oder einen angenehmen Abend, je nachdem, wann du gerade das Video schaust. Bis bald und liebe Grüße, dein Matthias. Ciao, ciao.